Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic Generations. Im letzten Part sind wir ja stehen geblieben hier bei den Herausforderungen. Und die wollen wir heute mal angehen. Und zwar fangen wir jetzt mit Speed Highway an. Und zwar die Herausforderung Nummer 1, Triftübung. Schnappt ihr beim Triften so viele Ringe wie möglich und erreicht das Ziel rechtzeitig das Ziel. Auf geht's, los. Ja. Mit dem 3D Sonic natürlich, mit dem modernen. Und Triften ist hier angesagt. Man muss natürlich aber auch driften. Ich bin nicht so geübt in Driften. Man soll ja Ringe einsammeln und irgendwie. Keine Ahnung. Wenn man einfach zu weit nach links lenkt, dann kriegt man die Kurve nicht so wirklich. Und das nervt mich schon. Oh Gott. Ich bin eigentlich nicht so geübt, mit was Driften angeht. Zwar nicht hier im Sonic. Aber was Endliches kann doch nicht werden. Ich glaube, ich wäre hier viel besser, wenn ich nicht driften würde. Wirklich. Weil ich so viele Ringe verpasse, ist es doch nicht normal. Ich bin sogar am Ziel vorbeigepest. Ist gekriegt. Also anscheinend langt das. Und wir haben das Lied Starter Speedway Zone. Ja, gut. Auf zum nächsten. Was ist hier? Espio, der Tarnmeister. Ein Chameleon natürlich. Auf einer Such. Nur ein Suchlicht enthüllt. Espio, stelle dich ihm und erreiche das Ziel in der Zeit. Wir können Musik ändern. Und wir machen uns Sonic Boom an. Einfach nur, weil wir es können. Wenn Sonic Boom jetzt wirklich das Lied auch kommt. Ich weiß es nicht. Ja, das Lied kommt. Geil. Ninja Kunst, Tarnung. Geil, das ist vom Intro. Das ist cool. Das gefällt mir. Klar. Das ist ja schon. Ja, kommst du mal? Achso, man muss ja in bestimmten. Immer wieder. Also, ich muss die Zone vor ihm erreichen. Also, das Ziel. Aber irgendwie auch ihn immer erwischen. Gut. Ninja-Kunst. Kagebut Jindo zu. Bats. Da war es nicht gerechnet, ne? Sonic Boom, Sonic Boom. Ich hätte die Musik nicht einstellen sollen. Tja, Lappen. Der Ninja-Kunst, Alter, kannst du dir sonst so entschieden. Aua! Ja, weiß ich nicht, wie ich es wagen kann. Ich weiß nur, dass ich dich da weghauen will. Da ist er schon wieder. Wo bist du denn? Noch da oben. Klatsch! In your face! Finde ich gut, dass man die Musik selber aussuchen kann. Aber Espio? Nope. Warte, machen wir nochmal. Umdrehen. Oh Gott! So der hinterher muss, ne? So, das war die Challenge mit Espio. Da haben wir hier. Wollen wir erst den Schlüssel schon mal holen? Wir können ja schon mal den Schlüssel holen. So, der erste. Was haben wir denn hier? Und zwar, steil nach unten, zerschlage Kisten und bahne dich rechts einen Weg nach unten zum Ziel. Jo.
Ich wollte die Musik eigentlich noch wechseln. Aber gut, machen wir halt so. Schaffen wir ohne. Alle Kisten zerhauen. Ohne dass die Polizei uns verfolgt. Geil, wir können einfach alles Sachen beschädigen, wie wir wollen. Oh Mann, das wird ein Spaß. Ich fühle mich wie Crash Bandicoot. Oh, da sind die ja schon. Was? Was zur Hölle passiert da? Hä? Ich habe gerade nicht verstanden, was da Phase ist. Nicht. Ich fühle mich echt wie Crash. Aber gut. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ah. Ah. Die Bullen. Die Bullen. Das darf man eigentlich nicht sagen. Ist ja voll, die rasten natürlich aus. Das ist eine Beamtenbeleidigung, wenn man sowas, wenn man zu den Polizei, zu der Polizei Bullen sagt. Aber gut. Wie lange brauche ich noch, bis ich unten bin? Okay. Das ist ein ganz schön hohes Haus, ne? Okay. Gut. Ich hab Zeit. Also ich kann hier... Es kriege ich auch nicht mehr, denke ich. Oder? Ich weiß es nicht. Oh, da ist eine Bombe. Gar nicht gesehen. Batz. Yeah, und geschafft. Oder? Nee. Es will ich auch nicht haben. Das ist mir zu... Was ist das denn für eine Mission? Gut. Dann haben wir hier die Mission auch geschafft. Dann haben wir noch die Doppelgänger-Rennen. Wie in jeder Zone übrig. Allerdings würde ich gerne die Musik an. Was haben wir denn hier noch? Emerald City haben wir noch nicht gehört. Los geht's. Speed Highway mit der Emerald City Musik. Ist auch eine andere Erfahrung, ne? Gut. Ich hoffe, wir schaffen das vor unserem Doppelgänger ans Ziel. Wetschen. Geil. Welchen Millimeter früher, später gesprungen, hätte ich wahrscheinlich gekriegt. Aber man kann ja alles haben. Und Engel nimmt die Musik, hat die Musik doch einen hohen, krassen, starken Einfluss auf das Gefühl beim Spielen. Auch wenn man es nicht so glauben mag. Aber es ist halt echt so. Wieso? Darf ich ihn bitte hoch? Da kommt schon der Spast. Nein! Ja, Mann. So muss man das machen. So habe ich es im letzten Ball, wo ich hier war, in der Speed... Starter Speedway. Was ist das? Starter Speedway? Nicht Starter Speedway. Geil. Er wollte eigentlich nicht. Ah. Lass mich hier weg. Keine Zeit. Ich bin in Eile. Auch wenn ich hier so einiges kaputt mache, aber das müsst ihr mir verzeihen.
So. Ja, ich triff dir ja schon. Ist okay. Wie lange geht das noch, das Level? Bin in Eile. Oh, vielen Dank auch. Die war wahrscheinlich für mich, aber nicht so gedacht, wie es passiert ist. Wahrscheinlich. Gehe ich von aus. Aber immer gut, man muss ja nicht kleinlich sein, ne? Immerhin hat sie mir geholfen. Und dafür war sie wahrscheinlich auch da. Nein, war sie wahrscheinlich nicht. Sie sollte mich töten. Bin ich voll zufrieden. Also. Damit müsst ihr mir nicht glauben, dass ich nicht mit A zufrieden bin. Ich bin halt voll zufrieden, wenn es kein S ist. So, wir haben doch, glaube ich, alle, ne? Haben wir alle? Eigentlich nicht. Eigentlich müssen da irgendwelche welche sein. Ja, hier unten. Warum lässt du mich da. Gut, hier ist nämlich eine noch. Eine letzte noch. Und zwar. Auf den Fersen folge dem Springler Gegner, der Ringe fallen lässt. Sammle eine bestimmte Anzahl Ringe und Gegner rechtzeitiges Ziel. Okay. Musik ändern wir nochmal. Zu Kingdom Valley. Oder warte mal. Savannah Zitadelle. Oder? Mal Toxic Caves. Ist ja irrelevant. Wir haben die Originalmusik schon gehört. Und jetzt haben wir mal schöne andere Mucke. So, was war nochmal das Ziel? Wir sollen Ringe sammeln, okay. Was dieser Pott fallen lässt, alles klar. Okay. Und ist dabei völlig egal. Wie viel. Oh Gott, nein, das ist keine. Das ist aber nicht nett. Okay. Gut, dann lass mal ein paar fallen. Okay. Danke. Autsch. Oh, man verliert auch wieder. Nein. Stimmt ja, ich vergaß. Was hat mich jetzt gerade getroffen? Ja, ist okay. Ich hätte nur gerne die Ringe wieder, die alle liegen. Aber ist natürlich verständlich, wenn ich die Ringe nicht wieder kriege. Gott, das ist eine beschissene Challenge. So, wir haben sind wir bei 65. Nein, och Mann, jetzt bin ich wieder bei 17. Was ist das denn für eine dumme Kacke? Oh, danke. Dass man die auch nicht sehen, sie nicht rechtzeitig sehen tut. Ist auch so überhaupt nicht nervig. Nö. Kommt er noch? Weil ich glaube, da oben war das Ziel, ne? Gescheitert. Ja, ist okay. Ja. Wenn der Spaß der einfach Bomben schmeißt noch dazu. Der soll mich unterstützen. Da! Das erste, was er tut, wenn er mich sieht, ja, hier. So einer zur Einstimmung. Kriegst du schon erstmal reingedrückt. Okay. Bin auch zuversichtlich.
Ich wollte eigentlich aber auch gerade noch nicht sofort ins Ziel. Ich dachte, ich schaffe es noch weiter oben zu bleiben. Aber dem ist es nicht so. So, hier lieber ein bisschen vorsichtiger spielen. So. Jetzt rastet er halt richtig aus. Er fängt an mit den Bomben. So. Wir sind 82. So, eigentlich sind mir die restlichen jetzt völlig egal. Also ich muss nicht mehr viele einsammeln. Nur ein. Jetzt will er natürlich wissen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht von den scheiß fucking Bomben getroffen werde. Vorsichtig. Ah. Ziel. Oh Gott. 164. Hast du eine Drecksmission? Nee. Kannst du behalten. Dumm machen wir euch das nicht. Aber wir haben jetzt alle Missionen hier geschafft. Jetzt holen wir uns noch die letzte Note noch ab. Gott, ist das. Ich hab die doch erwischt. Erzähl doch nix. Oh Gott. Lied Super Sonic Racing. Das Lied ist mega gut. Eventuell hören wir es dann auch sogar in der nächsten Part. Und der ist bei City Escape. Ja, Mann. Bei City Escape. Die City Escape Herausforderung warten uns auf mich und auf dich und auf uns allen. Und ihr seht schon. Kann ich hier so hin schon? Wie komme ich da hin? Den Anlauf nehmen. Wie komme ich denn da hin? Warte, da ist. Ich stehe im nächsten Part dann davor. Im nächsten Part, ihr seht schon, Shadow ist da. Gut. Und um den geht's im nächsten Part. Und um die Herausforderung hier auf City Escape. Aber gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Super Sonic Racing. Nein, das war das Lied, was wir eben bekommen haben. Super Sonic Generations. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.